Kategorie Sexiest Comic Babe 2019. Und ihr könnt euch vorstellen, da kann es eigentlich nur einen Laudatoren geben, der da wirklich eine extreme Fachkenntnis hat, weiß, wie weibliche Kurven in Comics gestaltet sein müssen, wirklich Ahnung von der Thematik hat. Und ich bräuchte seinen Namen eigentlich gar nicht groß ankündigen, denn ihr wisst genau, wer jetzt kommt. Dr. Faustus V3, der einzig wahre Experte in Sachen purem Sex in Comics. Sehr verehrte Damen, Herren und Diverse, heute mit mir als Gastgeber, eurem Dr. Faustus Refree, in der Kategorie Sexiest Comic Babe 2019. Bevor es aber damit losgeht, wir haben unzählige Anfragen bekommen, ob die Verleihung denn auch wirklich stattfinden wird. Aktuell fallen ja sehr viele große Events aufgrund des Coronavirus aus. Dazu kann ich ja bloß sagen, dass wir uns von so einem kleinen Virus nicht einschüchtern lassen. Und haben uns trotzdem hier versammelt, um die Comic-Highlights aus dem Jahr 2019 zu ehren. Und nominiert in der Kategorie Sexiest Comic Babe 2019 waren von Marvel Comics Anna Marie für ihre Rolle als Rogue in Mr. und Mrs. X. Von DC Comics Diana Prince für ihre Rolle als Wonder Woman in Justice League Dark. Verzeihung. Von Boom Studios Trini Kwan für ihre Rolle als Gelber Ranger in Go-Go Power Rangers. Von Image Comics Allison Carter für ihre Rolle als Ellie in Sunstone Mercy. Und zum Schluss vom Insektenhaus Iliona für ihre Rolle als Iliona in Suspiria. Ein kleines, sehr unbekanntes Werk, aber trotzdem unglaublich lesenswert. So, und dann habe ich jetzt hier auch den Briefumschlag, in dem uns die Gewinnerin mitgeteilt wird. Irgendwie fühle ich mich gerade sehr komisch. So, und die Gewinnerin ist... Ich wusste es. Es ist... Corona. 2019 war für Rogue wirklich sehr besonders und ich denke, dass man sagen kann, dass es definitiv von allen X-Men-Figuren ihr Jahr war. Storylines, welche die Leser über Jahrzehnte begeisterten, erhielten hier nun einen neuen Höhepunkt und das in einer Form, die sich fast schon wie ein Abschluss anfühlt. Natürlich ist es keiner, solange es X-Men-Comics gibt, werden wir auch immer Rogue ab und an mal sehen, aber wer weiß, ob in 10 oder 20 Jahren nicht schon wieder alles anders ist. Doch auch wenn man nicht von einem richtigen Abschluss reden kann, so hatten die Geschehnisse um sie herum trotzdem etwas Endgültiges und ich würde mir wünschen, dass dies auch auf ewig so bleibt. Aber gehen wir diese großen Ereignisse mal der Reihe nach ganz kurz durch. Anfang letzten Jahres erschien bei uns der Band Rogue und Gambit, welche eine in 5 Ausgaben abgeschlossene Miniserie enthielt. In den USA erschien diese Story zwar schon Mitte 2018, aber da alles um Rogue bei uns 2019 rauskam und ich, sowie die meisten hier, es im Zuge dieser Veröffentlichung gelesen haben, passt es hier trotzdem noch ganz gut rein. Es ist eben nach unserer deutschen Veröffentlichung ein Comic von 2019. Jedenfalls wurden in dieser Story Rogue und Gambit von Kitty auf eine Mission geschickt, welche sie in einen Ferienresort für Paare mit Problemen brachte, inklusive psychologischer Betreuung, also ideal für die beiden. Grund dafür war, weil dort in letzter Zeit Mutanten spurlos verschwunden sind. Allerdings war dieser Teil der Story nicht der Rede wert und nur Mittel zum Zweck. Nein, was diesen Comic so besonders machte, war, by the way, schaut euch mal diese Bilder an. Wir sind ja nicht umsonst in der Kategorie Sexiest Comic Babe 2019. Vielleicht fragen sich einige, warum ich jetzt die Ereignisse um Rogue zusammenfasse, wenn es doch nur darum gehen sollte, wie sexy sie ist. Vergesst aber nicht, dass nicht nur das Äußere, sondern auch Charaktereigenschaften sexy sein können oder eben auch die Kombination von beiden. Und Rogue ist definitiv eine Figur, bei der sich beides oft genug zeigt. Jedenfalls, was diesen Comic ausmacht, ist, dass die ganze Geschichte von Rogue und Gambit noch einmal sehr schön aufgearbeitet wird. Und obwohl die Rahmenhandlung nur so okay war, waren die Ereignisse, die unser Pärchen betreffen, durchaus sehr wichtig für sie, sodass ihre Liebe im Laufe dieses Werkes neu entflammte, was eben zur nächsten Comicreihe der beiden führte, den direkten Nachfolger hiervon,
Mr. und Mrs. X, abgeschlossen in 12 US-Ausgaben. Und was soll man sagen, direkt am Anfang hiervon passiert es wirklich. Nachdem die Hochzeit von Kitty und Colossus ins Wasser gefallen ist, heiraten Rogue und Gambit. Es ist kaum zu glauben, aber nach jahrzehntelangen Auf und Abs ihrer Beziehung, so vielen Versuchen und Trennungen, haben die beiden endlich und hoffentlich endgültig zueinander gefunden. Die Hochzeit der beiden war auch liebevoll gestaltet, selbst Mystique hat sich sehen lassen, um ihrer Tochter alles Gute zu wünschen. Die beiden haben ja nun wirklich nicht das beste Verhältnis zueinander, deshalb fand ich es super schön, dass sie sich dort benommen hat und nicht darauf aus war, irgendwelchen Stress zu machen oder die Hochzeit zu sabotieren. Danach ging es für unser frisch verheiratetes Paar in die Flitterwochen, wo die beiden natürlich auch viel Zeit hatten, sich miteinander zu vergnügen. War ja nicht das erste Mal für die beiden, aber trotzdem beneide ich Gambit dafür immer wieder. Daraufhin hatten sie ein Abenteuer im Weltall mit Deadpool und der Tochter von Charles Xavier, bei dem sich Rogues Kräfte weiterentwickelten und sie nun für ihre besondere Fähigkeit nicht einmal mehr die Personen in ihrem Umfeld berühren musste, sondern dies auch aus der Entfernung ausüben konnte. Was, wie ihr euch vorstellen könnt, zuerst für einige Probleme gesorgt hat, da Rogue ja sowieso schon Probleme mit der Kontrolle über ihre Absorptionsfähigkeit hat. Danach sind die beiden zusammengezogen, es gab sogar eine kleine Party diesbezüglich, wonach die beiden nach Mojo World entführt wurden, was ziemlich abgedreht war und Rogue dazu brachte, einige nette Kostüme zu tragen. Der Rogue Fanservice war hier wieder on point und weil auch weiterhin durchweg wie in der vorangegangenen Miniserie so viel aus der Vergangenheit der beiden aufgearbeitet wurde, hat Rogue am Ende sogar einen Weg gefunden, ihre Kräfte zu kontrollieren. Das war jetzt der Schnelldurchlauf des Ganzen. Wer es nicht gelesen hat, sollte dies dringend tun, da es nicht möglich war, den Inhalt kurz wirklich gut zusammenzufassen. Es ist sehr viel passiert mit den beiden. In meinen Augen das Beste, was von Marvel 2019 an Comics erschienen ist. Und Rogue hat sich den Titel Sexiest Comic Girl 2019 hiermit redlich verdient.